Was Deutschland braucht, sind Politiker, die sagen, unser Land zuerst, unsere Menschen zuerst. Das grundsätzlichste Problem der deutschen Politik ist, dass bei uns Regierungen keine Politik für ihr eigenes Land machen und nicht für die eigenen Menschen. Dass Politik für Minderheiten gemacht wird oder schlimmer noch, Politik fürs Ausland, nicht für unsere Interessen. Das ist das größte Problem, was Deutschland hat. Deutschland braucht endlich Politiker, die Politik für die eigenen Bürger machen und nicht fürs Ausland. Und daran wird sich nur dann was ändern, wenn die Menschen massiv gegen die derzeitige Politik protestieren und am Ende auch diese Politiker vertreiben. Und das geht nur über die Straße und da sind wir dabei. Wir wollen dasselbe. Wir wollen in Deutschland Politiker ganz oben an der Regierung haben, die Politik für Deutschland machen. Herr Kretschmer versucht, sich als konservativen Politiker zu verkaufen, weil er genau weiß, die Sachsen lieben die Grünen nicht. Aber er macht es eben nur verbal, er lässt dem keine Taten folgen und die grüne Politik wird weiter in Sachsen umgesetzt.